Willkommen, ihr wunderschönen Menschen, zu einer neuen Folge von «Das war's» und die ist mindestens so spektakulär wie am Clichy's Goal gegen den FC Sion. Und hier die nächste große Aktion, wieder Tor! Heute geht alles! Heute geht es bei uns ums Helfen. Wir helfen euch, eure Träume zu verwirklichen. Helfen den Schweizer Schiedsrichter wieder auf die Sprünge zu kommen und helfen euch nicht zuletzt, Eishockey-WM durchzustehen. Mein Name ist Sven Ivanic und jetzt geht's los. In vielen Sachen sind wir Schweizer top. Egal ob Skifahren, Schocke oder Schwarzgeld, niemand kann uns das Wasser reichen. Aber auch wir haben eine Schwachstelle, unsere Fußballschiris. Seit Urs Meier, auch bekannt als Lichtgestalt mit der Pfeife, nicht mehr aktiv ist, ist das Schiri-Level eingebrochen wie die Verkaufszahlen von Bud Light. Fuck Bud Light, fuck Anheuser-Busch. Oder wie es der Marvin Hitz vom FCB sagen würde. Es geht ja darum, man hat manchmal eine gewisse Linie als Schiedsrichter im Spiel. Wir brauchen Hilfe, glaube ich, im Schweizer Fußball bei diesem Thema. Und nicht jetzt negativ, also negativ mal, wir brauchen Hilfe. Ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen herzig, wie er es formuliert, weil man merkt, er ist voll hässig, will es aber nicht richtig aussprechen. Es klingt weniger nach Kritik und mehr wie ein Spendenaufruf. Schweizer Schiris brauchen Hilfe. Übernehmen Sie heute noch eine Patenschaft und ermöglichen Sie somit einem Schweizer Schiedsrichter den Zugang zu einem Fußballreglement. Aber ich schweife ab. Auffällig bei dem Ganzen ist, dass die meisten Schweizer Schiedsrichter aus dem gleichen Berufsfeld kommen. Sie sind Lehrer. Der Wahr fragt darum, könnte man die Lehrerkenntnis nicht noch ein bisschen besser für den Fußball nutzen? Ihre Mittel als Schiri sind einfach unpädagogisch. Karten, Spielsperren, Bestrafungen, so lernen die Spieler doch gar nicht. Statt 8 Spielsperren für den Tauland wäre doch ein 8-seitiger Aufsatz viel lehrreicher. Und wenn die Lehrer ja immer sagen, mich interessiert nicht, wer angefangen hat, muss der Nikola Katic am Tauland am besten einen selber gemachten Kuchen mitbringen. Und wenn wir schon gerade dabei sind, dann sollte Bledian doch am besten einen Vortrag halten über sein Lieblingstier, die Schwalbe. Darum entscheidet der Wahr, ja, die Lehrer könnten es ja eigentlich und gibt darum die Note 4,5. Eishockey-WM. Und warte, bevor du es jetzt wegklickst, mir ist absolut klar, dass 99% von euch nur da sind wegen Fußball. Sonst interessiert euch nichts. Ausser vielleicht Spielerfrauen. Verstehe ich. Wir müssen aber kurz über die Hockey-WM reden. Darum da mein Vorschlag. Wir machen einen Splitscreen. Auf der Seite erzähle ich kurz etwas zu der WM. Und auf der anderen Seite kommt das, was euch wirklich interessiert. Die Schweiz ist im Hockey-Fieber. Die ganze Nation schaut gespannt Richtung Riga. Riga? Und stellt sich eine Frage. Hat die Schweiz eine Chance auf eine Medaille? Nach einem spektakulären 7:0 gegen Slowenien und einem unglaublichen 3:0 gegen Norwegen zeigt das Team um den Captain, dass nichts unmöglich ist. Sogar ein paar NHL-Spieler sind dabei. Darum sagt der Wahr, ja, die Schweiz wird Hockey-Weltmeister. Wir kommen zum Turbo-Wahr. USA. Beim GP von Miami ist der Fernando Alonso bei Videoaufnahmen zu sehen, wie er extrem intensiv an einer Blume schmeckt. Bildungsferne Zeitschriften reden sogar von einem Fetisch. Damit wäre der Spanier aber bei weitem nicht allein in der Sportwelt. Während der Mike Tyson auf Ohrläppchen steht, scheint der Christian Constantin eine Vorliebe für perverse Machtspiele zu haben. Anders kann man sich nicht erklären, wieso der Tramezzani 4-mal entlassen und 5-mal angestellt hat. Du wachst ganz eine böse Trainer. Aber solange die Ohrläppli und der Tramezzani aus freien Stück dem frivolen Treiben zugestimmt haben, sagt er Wahr, no King-Shaming oder auch ja, so lässig, geil, oh, ja. Lettland, die Schweizer Nazi gibt an der Hockey-WM Auffragen von der NZZ keine Antworten mehr. Anscheinend hat ein Artikel der Verbandssportdirektor richtig hässig gemacht. Und weil wir so wenig über die Hockey-WM berichtet haben, haben wir Angst, dass wir in Zukunft nicht mehr darüber berichten werden dürfen, weil wir so wenig darüber berichtet haben, was eh keinen Unterschied macht, weil wir eh nie darüber berichtet haben. Im Wahr ist es egal. Spanien, was haben Aromat, der Stevi und der FC Barcelona gemeinsam? Genau, sie alle sind von einem Schweizer erfunden worden. Und weil der FC Barcelona letzte Woche die spanische Liga gewonnen hat, hat eigentlich die Schweiz die spanische Liga gewonnen. Der Wahr findet es muy bien und fühlt sich zurückversetzt in Sommer 2010. Jason Fernandes, Tor! Tor! Tor für die Schweiz!
Baskenland. Marlene Reusser gewinnt die Baskenland-Rundfahrt und feiert auf baskische Art und Weise mit einer Baskenmütze in der Hauptstadt vom Baskenland. Der Wahr sagt Bikaina und hofft, dass er bei Google Translate das Richtige eingegeben hat. Sich einen kurzen Moment mal fühlen wie ein richtiger Star. Von dem träumen nicht nur Bachelor-Kandidatinnen, sondern auch Teilnehmende von zweitklassigen Castingshows. Mich hast du amüsiert. Ich habe wirklich gelacht. Merci vielmals. Dann sind wir ehrlich, von dem träumen wir doch alle ein bisschen. So auch der Eric Decker, ein YouTuber, der schon immer mal auf einem NBA-Court stehen wollte, aber leider das nötige Talent nicht hatte. Aber hat er sich aufhalten lassen? Nein, er hat sich vermummt, sich ins Stadion geschlichen und seinen Traum gelebt. But now we're going through the metal detector where they'll see my face up close. I'm gonna try to get to the court. Literally no one batted an eye. Sneaking into Crypto Arena as a player, difficulty level 6.5 out of 10. We did it. Darum fragt der Wahr, kann auch ich fehlende Begabung kompensieren, indem ich mich einfach ins Sportstudio hineinschleiche und mich für einen ganz, ganz kurzen Moment fühle, wie ein richtiger Sportmoderator. So, ich probiere es wirklich. Ich laufe jetzt mal einfach Richtung Sportstudio und hoffe, dass sie mich reinlassen. Da ist die erste Security. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Und. Es, yes, es ist so scheißegal. Ich liebe so Leute. Ja, Mann. Ich glaube, du machst noch weiter. Einfach mal. Okay, der sieht der Ärzte raus. Mal schauen, was da jetzt da passiert. Und er checkt mich ab, ich check ihn ab und. Yes, es hat geklappt. Ich bin im Studio. Oh mein Gott, mein Traum wird wahr. Willkommen im Sportpanorama. Hallo, salut, ça va. Der Wahr sagt, ja, es ist möglich. Leb auch du deinen Traum.